Was würdest du zu einem Menschen sagen, der sich über seine Armut, seine fehlenden Ressourcen und Potenziale beklagt, aber gleichzeitig mit seinem Hintern auf einer Schatztruhe sitzt und die ist voll mit Gold, Silber und Potenzialen, Talenten und Geschmeide? Du würdest sagen, der ist doch ein bisschen verrückt. Aber genauso ein Mensch war ich vor langer Zeit selbst und die meisten Menschen, die ich kenne, denen geht es genauso, dass sie das Gesetz, das geheime Gesetz der guten Fortsetzung nicht kennen. Denn dieses Gesetz habe ich damals schon in mir getragen und auch du hast es heute, nur die wenigsten wissen genau Bescheid, wie es funktioniert und wie sie es wirksam jeden Tag einsetzen können. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich habe als Coach, Berater und Trainer nicht nur einige tausend Menschen persönlich dabei begleiten zu dürfen, sich weiterzuentwickeln, Krisen zu meistern, sondern habe auch selbst über 20 Unternehmen gegründet. Und deshalb weiß ich, wie wichtig es ist, gute Ideen zu haben, gute neue Strategien auch zu entwickeln und dann umzusetzen. Und häufig saß ich dort und hatte keine Ahnung, keinen blassen Schimmer, auf welchem großen Schatz, auf welchem großen Geheimnis ich bereits gesessen hatte. Um das Gesetz ein bisschen besser zu veranschaulichen, berichte ich dir von einem Beruf, den du wahrscheinlich nicht kennst, den Ansitzer. Der Ansitzer wird von großen Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Industriekonzernen geholt, wenn sie vor einem scheinbar unlösbaren Problem stehen und nicht weiterkommen. Die Produktion hängt, die Forschung und Entwicklung hängt, sie kommen keinen einzigen Schritt weiter. Der Ansitzer wird gerufen und kommt in einem Raum, der nahezu steril ist. Da ist kein Bild an der Wand, da gibt es in der Regel auch keine Fenster, wo sie sind zugehängt. Nur ein Tisch steht in der Mitte, ein Stuhl, eine Lampe, ein Stift und daneben liegt ein Blatt Papier. Und dann wird die Tür zugeschlossen und der Ansitzer kommt erst dann wieder raus, wenn er die Lösung gefunden hat. Und eine der vielen Techniken, die ein Ansitzer einsetzt, ist das Gesetz der guten Fortsetzung. Es funktioniert wie folgt. Du fängst einen Satz an zu formulieren zu einem Problem, das du hast oder zu einer Lösung, die du suchst. Ich gebe dir hier ein paar Beispiele. Die Kunst ist jetzt dabei zu beobachten, was dein Gehirn macht, wenn ich jetzt diesen Satz beginne. Wenn du beispielsweise ein Unternehmen erfolgreich aufbauen willst, dann heißt es nicht nur einen Businessplan zu schreiben, sondern diesen auch. Wahrscheinlich hast du umsetzen gedacht. Wenn du Menschen von dir selbst oder von einem Produkt wirklich überzeugen willst, dann heißt es zunächst, dass du selbst vom Produkt überzeugt bist. Kommen wir zum dritten Beispiel. Wenn du andere gut führen willst, dann heißt es, dass du zunächst, und jetzt, was sagt dein Gehirn? Dich selbst führen lernst. Das hört sich vielleicht ein wenig komisch oder lustig an, weil es auch vielleicht Bereiche sind, in denen du dich auskennst. Aber dieses Gesetz funktioniert auch in die Bereiche rein, wo du dich sehr unwahrscheinlich auskennst. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Auch wenn die Schwerkraft auf dem Mond geringer ist als hier auf der Erde, dann fällt auch dort der Ball nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Wenn du eine Doktorarbeit schreiben möchtest, also promovieren möchtest, dann wird es in der Regel nicht ausreichen, dass du heute anfängst und morgen die Doktorarbeit fertig hast. Du brauchst mindestens mehrere Monate bis Jahre. Das bedeutet also, dass das Gesetz der guten Fortsetzung folgendermaßen funktioniert. Wenn du selbst oder ein Coach dir eine gute, wohlformulierte Frage in dein Gehirn hineingibt, dann wird es auf die Suche gehen nach einer möglichst logischen und plausiblen Lösung, auch wenn dir die vorher noch nicht bekannt war. Und das ist genau das Geheimnis der Ansitzer, dass sie eine ganze Reihe von Fragetechniken haben und sich mit unterschiedlichen Perspektiven an das Problem heranbewegen. Und das ist auch genau das Geheimnis eines guten Coaches, eines guten Mentors, eines guten Freundes und einer guten Mastermind-Gruppe, dass andere Menschen in dein Leben, in dein Gehirn oder du in deren Gehirn hinein die Fragen gibst und dann wirst du erkennen, dass die Gehirne Antworten produzieren. Wenn du es also jetzt selbst herausfinden willst, ob dieses Gesetz der guten Fortsetzung auch in dir selbst schlummert, dann lade ich dich ein, jetzt eine Liste zu machen von den 10 größten Problemen, die du noch nicht gelöst hast und von den 10 größten Wünschen, die du noch nicht erreicht hast. Und dann gibt es 3 Möglichkeiten, wie du an diese Lösung herangehen kannst. Wenn du schon ein bisschen geschult später bist, wie der Ansitzer, dann wirst du deine eigenen Fragekataloge, Fragetechniken haben. Du wirst einfach mit dir selbst sprechen und sagen, wenn ich erfolgreich ein Produkt am Markt bringen will, dann sollte ich darauf achten, dass es dem Kunden gefällt und besser ist als der Wettbewerb. Wenn das aber nicht ausreicht, kannst du dich auch mit einer anderen Person zusammensetzen, einem guten Freund, einem Gleichgesinnten oder vielleicht einem professionellen Coach, der keine Ratschläge gibt, sondern nur daran geschult ist, dir die richtigen Fragen zu stellen. Und wenn dir das nicht ausreicht, wenn dir das nicht schnell genug geht oder dein Gehirn
vielleicht alleine nicht ausreicht, sondern du noch mehr Gehirne aktivieren willst, um die besten Problemlösungen und die besten Konzepte zu entwickeln, dann such eine Gruppe rauf. Und jetzt weißt du auch, weshalb so eine Mastermind-Gruppe richtig teuer ist, wenn du da Mitglied bist. Weil du dann 3, 4, 5, 6 Menschen hast, in deren Gehirne du das Gesetz der guten Fortsetzung anwendest, Fragen reingibst und dann werden aufgrund der Lebenserfahrung, aufgrund der Erkenntnisse, aufgrund der Ausbildung, aufgrund der Entscheidungen, die die Menschen getroffen haben, unterschiedliche Lösungen aus dem Gehirn hervorschießen. Deine Aufgabe ist es, diese noch einzusammeln und auf Machbarkeit zu überprüfen. Also bereite dich entweder vor, so wie ich es auch früher gemacht habe, mit einem durchdachten Fragekatalog, wo logische Fragen nacheinander in dein Gehirn gefeuert werden und du dann die Antworten einsammelst. Oder du suchst dir einen echten Coach. Also echter Coach heißt, er hat mindestens eine Ausbildung, wenn nicht sogar eine professionelle, internationale, akzeptierte Zertifizierung. Und wenn du richtig schnell vorankommen willst, dann triff dich jeden Monat oder alle 2 Monate mit einer Mastermind-Gruppe. Und wenn du selbst an dem Punkt bist, wo du kurzfristige projektbezogene Unterstützung brauchst oder eine langfristige Begleitung zu deinem unternehmerischen Ziel, sei es Gründung, Wachstum oder Veräußerung, dann kannst du gerne Gebrauch machen jetzt von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur gute Berater, Rechtsanwälte und Steuerberater im Team, sondern wir haben auch sehr gute und zertifizierte Coaches bei uns im Team, die darauf spezialisiert sind, das gute Gesetz der Fortsetzung in dir selbst auch zu aktivieren. Deshalb lade ich dich ein, jetzt nicht nur das Video mit Daumen hoch zu liken, sondern auch unseren Kanal zu abonnieren. Dann bist du immer informiert über neue, gute Videos. Und buche gerne jetzt das kostenfreie Erstgespräch, um deine Probleme umzuwandeln in eine Lösung. Und zwar mittels eines Gesetzes, was jetzt schon in dir ist. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei, dein Daniel Schäfer.